Die Knappheit von Next-Gen-Konsolen wie der PS5 oder Grafikkarten wie Nvidias RTX 3000er-Serie wird noch eine ganze Weile andauern und vermutlich noch schlimmer werden. Das berichtet der britische Guardian. Schon jetzt sind Lieferschwierigkeiten und teils astronomische Preise ein großes Problem. Den Recherchen des Guardians nach wird sich die Situation aber nochmals verschärfen. Zwar sei nach den Ausfällen durch die Pandemie die Halbleiterproduktion inzwischen wieder auf Vor-Corona-Niveau, der Bedarf in der Zwischenzeit aber durch veränderte Gewohnheiten der Verbraucher massiv angestiegen. Davon betroffen sind nicht nur Grafikkarten- und Konsolenhersteller, denn die fehlenden Chips zwingen auch Automobil- und Smartphone-Hersteller wie Samsung, all ihre Pläne umstellen zu müssen. Dem Guardian zufolge könnte es, sofern der Kundenbedarf weiter so hoch bleibt, noch bis zu 2 Jahre dauern, bis mehr Produktionsstätten bereitstehen, um die Anforderungen zu erfüllen. In der Zwischenzeit rechnen Branchenexperten dagegen fest mit deutlich höheren Preisen für Halbleiter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist so, dass GameStar auf YouTube oder einer der profiliertesten Computermagazine Deutschland, GameStar, berichtet, dass es Lieferschwierigkeiten mit PlayStation 5 gibt. Es gibt mit den CPUs und mit den Chips Probleme und eine Auslieferung ist daher nur möglich erst vor 2023. Aber was bedeutet das jetzt für PlayStation 5, für das GTA 5 Remastered, was ja ursprünglich angekündigt worden ist? Tja, beide schweigen. Beide schweigen wie ein Lamm momentan, wie ein Lamm. Sowohl Sony gibt nichts preis und sowohl auch Rockstar Games gibt nichts preis. Und momentan beide Unternehmen, sage ich einmal, beide Unternehmen schweigen, schweigen und schweigen. Ursprünglich hätte der PlayStation 5 die Konsole ja schon im vorigen Jahr rauskommen, sie war ja gleich weg, und zurzeit gibt es keine Nachlieferungen auf der ganzen Welt. Und das PlayStation 5 Spiel GTA 5 Remastered hätte müssen, naja, in der zweiten Jahreshälfte 2021 herauskommen. Doch jetzt ist auch das nicht mehr sicher. Jetzt ist auch das nicht mehr sicher. Und ich befürchte, dass wir auf GTA 5 Remastered um 2 Jahre warten müssen. Was das für GTA 6 bedeutet, brauche ich heute nicht wirklich schildern. Weil dann brauchen wir vor 2026 oder 2027 nicht damit mehr rechnen. Bei wem man jetzt die Schuld suchen kann, ist natürlich jetzt irgendwo klar. Hat sich Sony irgendwie mit ihrer Konsole übernommen? Ja? Hat sich Sony mit ihrer PlayStation 5 übernommen? Ja, also PlayStation 5, hier, diese PlayStation 5, hat sich Sony damit übernommen? Ja, gibt es überhaupt noch eine PlayStation 5? Ja, aber wie gesagt, Sony schweigt wie ein Grab, genauso auch Rockstar Games schweigt wie ein Grab. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist allerdings, was tun mit dem Spiel ohne Konsole? Ich befürchte, dass Rockstar Games auch dieses Spiel verschieben wird, sobald es wieder neue Konsolen auf PlayStation 5 gibt. Es ist heute eine sehr schlechte Nachricht, aber wie gesagt, GameStar hat darüber berichtet, habt ihr ja schon im Eingangs gesehen. Was das natürlich für GTA 6 bedeutet, ist klar. Auf der einen Seite hat zwar Sony jetzt Rockstar einen Gefallen getan,
weil sie jetzt auf Zeit gewinnt. Zeit gewinnt, wieder um 2 Jahre. Das heißt, 2023 kämen die nächsten, erst die nächsten PlayStation 5 Konsolen laut GameStar heraus, weil es eben mit dem CPU Schwierigkeiten gäbe. Aber auf der anderen Seite gewinnen sie 2 Jahre zusätzlich für GTA 6, also 4 Jahre hätten sie jetzt dann noch Zeit für GTA 6. Also das heißt, wir brauchen jetzt vor 2025, 2026, bei Gott, nicht rechnen mit GTA 6. Mit GTA 6. Tja, ich habe leider nur heute schlechte Nachrichten, weniger gute, schlechte Nachrichten. Aber das ist der derzeitige Stand. PlayStation 5 Konsolen gibt es voraussichtlich bis 2023 nicht. Ich befürchte, dass auch Rockstar Games daraufhin nun das Remastered verschieben wird, eben bis die nächsten PlayStation 5 Konsolen rauskommen, aber auch GTA 6 auch in unmittelbarer Zeit nicht geben wird. Tja, ich kann leider nur das sagen und ja, traurig.